Wieso muss man heute das alles beiseite schieben? Sehe ich keinen Anlass zu. Ich möchte gern mehr solche Menschen wie Hans Moro. Ist er denn jetzt abberufen worden? Nein. Also das, der Tagesordnungspunkt des Parteivorstandes, ja, der das behandelt hat, ja, der älteste Rat ist ja natürlich nicht das Gremium, wo die Weltrevolution besprochen, ja, und verabredet wird. Hieß Abberufung des ältesten Rates. Ja. Das hat man offensichtlich nicht gemacht, und das kann ich gut verstehen. Ich kann auch nur anraten, lasst sowas. Lasst die Finger. Aber ich wollte nur noch mal kurz mit Wolfgang zusammen, der ja auch für die Friedensbewegung steht, noch einmal zu dem Massaker kommen. Ich habe Norman Petsch, Professor Dr. Norman Petsch, Völkerrechtler, gebeten, für Weltnetz TV in den nächsten 72 Stunden nochmal auszuwerten, wenn der UNO-Weltsicherheitsrat sich getroffen hat und beraten hat, wie er mit diesem Massaker umgeht, das zu kommentieren und zu analysieren. Ich würde alle raten, jetzt skeptisch zu bleiben. Wir haben bei Ratschak im Jugoslawienkrieg erlebt, wie man mit Tränen und Menschenleben lügen kann. Unter Tränen hat der damalige Verteidigungsminister Rudolf Scharping von diesem Massaker gesprochen. Dann stellte sich heraus, das waren keine Zivilisten, sondern UCK-Terroristen, die wohl angegriffen hatten und dann zurückgeschlagen wurden. Dann hat man sie umgekleidet, umgezogen und dann als Tote in Reihe und Glied hingelegt. Und ich will jetzt gar nicht das als Parallele für dieses Massaker bei Kiew zitieren. Ich will nur sagen, bleibt skeptisch. Die Kriege sind eben immer auch Kämpfe um die Tränen. Und wer die Tränen auf seine Seite zieht, der kann neue Bomben vornehmen und neue Terrormaßnahmen vornehmen, weil er dann die moralischen Rückhalt dafür hat. Und da das passiert gerade, und ich kann nur verurteilen, dass welche innerhalb von wenigen Stunden schon wissen, was los ist. Es sind vorzugsweise Männer, die dort gefunden wurden. Es ist von dem Bürgermeister, nachdem er den heldenhaften Sieg über die russischen Truppen verkündet hatte, die seien dort abgezogen, und dann habe man also die Russen noch abziehen sehen. Es ist kein Wort gesagt worden in der ersten Stellungnahme über auf der Straße liegende Leichen. Das ist jetzt erst viele, viele Stunden danach gekommen. Also es sind Zweifel angebracht, und wer hier vorschnell aus der Hüfte ballert und sagt, ich weiß, dass dieses Massaker so und so stattgefunden hat, arbeitet unseriös. Wir wollen bei Weltnetz TV und wir wollen mit Wolfgang Gerke zusammen auf der seriösen Seite bleiben und mit Norman Pesch, der das hoffentlich dann morgen auch kommentieren wird oder übermorgen kommentiert wird. Es wird ja jetzt zeitnah vom Weltsicherheitsrat dazu etwas gesagt. Und Vorsicht mit den schnellen Antworten, sie landen meistens in neuen Bombardements. Ich möchte gern mehr solche Menschen wie Hans Moro. Ist er denn jetzt abberufen worden? Nein. Also das ist der Tagesordnungspunkt des Parteivorstandes, ja, der das behandelt hat. Ja. Der älteste Rat ist ja natürlich nicht das Gremium, wo die Weltrevolution besprochen, ja, und verabredet, ja, wird. Hieß Abberufung des ältesten Rates. Ja. Das hat man offensichtlich nicht gemacht, und das kann ich gut verstehen. Ich kann auch nur anraten, lasst sowas. Lasst die Finger. Aber